Ja, liebe Leute, hier ein Blick auf die Tabelle. Herzlich willkommen zum Topspiel vor der WM-Pause. Herzlich willkommen zum Duell mit Dynamo Dresden. Und weiter geht's heute in der Liga auf jeden Fall. Ja, Spieler des Tages Pedro Carvalho, der das 4:2 gegen Waldhof Mannheim in einem sehr umkämpften Spiel gemacht hat und heute gezeigt hat, dass er auch ein bisschen was drauf hat. Sein zweites Ligaspiel gemacht hat, sein erstes Saisontor. Und vielleicht tatsächlich eine Option werden dort für die zweite Liga. So, gut. 1. Juli. Er wird auf jeden Fall gehen. Das ist aber, wie gesagt, klar. Thomas hat eigentlich gar keine Rolle wirklich gespielt in diesem, in dieser Saison. Deswegen ist es okay. Sie können nun Fragen stellen. Ja. So, wie geht das heutige Spiel ohne Morgana? Natürlich haben wir jetzt ein paar Kader, warum soll es nicht passieren? Das ist aber schon die zweite Rotsperre, ne? Diese Saison. Von dem 60-Spiel hat er noch eine gehabt. Es geht ja rein nur erstmal wieder. Es geht ja tatsächlich sogar wieder Aufstieg. Ja, gehen wir rein ins Match. Ins Topspiel gegen den Tabellenzweiten. Erster gegen Zweiter. Wechseln müssen wir. Schwarz wird von Belgien an heute spielen. Das ist klar. Ruchino spielt immer noch bei uns. Okay, ich dachte, den hätte mal abgegeben. Ich habe aber keinen Verteidiger, ne? Keine Innenverteidiger auf der Bank. Fällt mir gerade auf. Das heißt, es darf mir definitiv da hinten nichts passieren. Es darf mir tatsächlich da hinten. Ja, könnt ihr mal von Beginn an spielen? Ach komm, setz mal Keeper auf die Bank. Wo das? So. Gut, gehen wir ins Match gegen, wie gesagt, die SG Dynamo Dresden. Unser Ziel ist tatsächlich, 3 Punkte zu holen und den Abstieg nach wieder auf 11 Punkte zu bringen. Ansonsten könnte es mit 5 Punkten durchaus eng werden. Was für ein Duell. Der erste gegen den zweiten. Da steht enorm viel auf dem Spiel. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Echte Fans jubeln auch auswärts mit. Informieren Sie sich jetzt über die nächsten Auswärtsfahrten. Recht herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Die Bedingungen sind leider nicht ganz optimal, denn hier regnet es seit Stunden. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. So, ja, das ist das Topspiel in der Liga. Das ist der zweite Effekt im Tabellenführer. Dresden möchte gewinnen, um nochmal ein bisschen den Druck zu erhöhen. Ansonsten, wie gesagt, wären es nur 5 Zähler. Das wäre dann die 6. Saison, die Lage. Aber wenn wir das Ding heute nach Hause fahren, dann wären es 11 Punkte auf Dresden alleine schon. Je nachdem, wie die 60er dann noch spielen, bleibt es bei diesen 11 Punkten. Dann ist der Schritt weg. Es ist übrigens das letzte Spiel vor der WM-Pause. Ab morgen kommt der neue WM-Modus, der ja quasi mit Beginn dieser Folge released wurde.
mit der Schein dieser Folge released wurde. Und ich dann halt, wie gesagt, nur immer einen Tag später erst aufnehmen kann. Aber ist egal. Alles gut. Wir gehen rein ins Match auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich den Dresdnern wehtun. Das Hinspiel haben wir gewonnen, 3-2, glaube ich. An einem Bombenspiel. Und heute soll tatsächlich der nächste Sieg gegen sie folgen. Auf geht's ins Match. Wir sind immer so schwarz. Müssen wir so ein bisschen umdenken. Oh ja. Lass die jetzt noch nicht durchmarschieren, Jungs. Der war erste Chance, sagt Dresden. Kein schlechter Schuss. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Novoa, der tanzt da aus den ersten, den zweiten und er läuft da weg. Gefährlich jetzt. Und das war wichtig, dass der Verteidiger da aufpasst. Weil da, wenn der Novoa dazu kommt, den Haken zu machen, sich dahinter den Verteidiger zu positionieren, hat er gar keine Chance mehr. So langsam dürfen sie sich auf die Meisterfeier einrichten, oder? Gemacht. Ja, es ist doch alles ein bisschen. Noch ein bisschen ab. Sie sind noch nicht durch, aber der Vorsprung ist schon groß, keine Frage. Ja, es sind aktuell 8 Punkte. Und wie gesagt, beim Sieg wird es 11. Dresden macht es aber gut, da jetzt gerade so ein bisschen. Stellt sich da jetzt hin. Kann sich durchsetzen. Eckloff, die erste Chance für Bayreuth. 1-0. Nee, gibt's nicht. Ganz genau so war natürlich war eine Kantor? War das Kantor? Ist ja nicht drin gewesen. Nee, es geht vorbei. Es war die hintere Torstange. Das hätte. Ich dachte, okay, der passt, dass der reingeht, aber er geht nicht zuletzt rein. Zuletzt gab es ja einen Heimsieg, daran wollen sie anknüpfen. Auch wenn es da zuletzt ein 2-0 gab, heute haben sie es mit einem Moment, jetzt knallt's gleich. Schiri Elber. Nee, sagt er nicht. Flachodimos. Kutschke. Ja, gut aufgepasst, da. Ah, schade. Es gibt Einwurf. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. George. Zuletzt zweimal getroffen und nach so einem Doppelpack ist klar, da gehst du mit einem mächtigen Selbstbewusstsein ins Spiel. Da weißt du, es läuft. Und dann fallen die Tore fast von selbst. Ja, schön aufgepasst, da. So, und jetzt bin ich gespannt, was macht die Schiene? Es war doch für mich kein Foul. Das war doch normal nur verteidigt. Ich hab dann mit der Grätsche verteidigt, aber ich hab dann nicht gefoult. Also Schiri, bitte. Latoya. Toller Pass. Vielleicht die Führung. Wenn der den ein bisschen besser zur Kontrolle kriegt, dann ist es hier das 1-0. Akaki Gogia. Ah, das ist ein Dagger, weil der ist super gut. 1-0 Dresden. Oh, sagt nö, an mir geht der nicht vorbei. Kurz ausgeführt. Chance zur Führung. Und da ist es richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Dresden führt. Es sind nur noch 5 Punkte. So, wenn der Stand jetzt. Tor, da sehen wir es noch mal. Und es ist wieder ein Rückstand. Ja, alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. So, da hätten wir also das 1. Es ist jetzt wie gegen Mannheim 1. Schiri. Akaki Gogia. Da suchen sie jetzt die Lücke. Aber dann ist der Ball doch weg. Sehr ja, sehr super geholt da jetzt. Schiri. Mann. Ball erobert erstmal.
Oh, was war das denn? Kutschke. Abseits. So. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Oh ja, der war gut. Ich dachte mir das erst, dass der weg ist. Sterner. Gehalten, stark gemacht. Schiedsrichterin gibt den Elfmeter. Oder sie gibt den Elfmeter. Doch, okay. Sie gibt den Elfmeter für unsere Truppe. Das hätte ich nicht gedacht, dass er tatsächlich so, dass der fällt. Ah ja, okay. Ja, doch. Bei Elfmeter. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Elfmeter. Ja! Eins zu eins. Der Paulenstand. Der war dran, ich sag ja, aber der, oder beziehungsweise der ging ja hin, aber der Elfmeter ist drin halt nur mal. Lena Klopp verwandelt nach dem anderen Spiel das nächste Tor. Ey, macht das nächste Tor. Pause in dieser Partie, Buschi. Wir müssen noch mal über den Strafstoß reden, oder? Ja, naja, richtig. Die Fans beschweren sich hier lautstark. Aus ihrer Sicht war das kein Elfmeter. Aber ganz ehrlich, was soll der Schiri da anderes machen? Ich leg mich fest, das war ein Elfer. Ja, war ein Elfmeter und Handspiel. Definitiv. Also war da, von daher ist es okay. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Ball drin ist. Also was gemacht haben. Und jetzt geht's los. Kann sich durchsetzen. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. So, gucken wir kurz auf die Highlights. Ich mache hier kurz die nächste Folge im Rhein. Da passt der Torhüter auf. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. So. Geht jetzt sofort weiter mit Halbzeit Nummer 2. So, kurz gucken. Ja, ich muss wechseln, leider. Jan George, der wie gesagt auch ein bisschen Betrieb hatte, aber heute jetzt nicht so gut war. Geht raus, hat auch gelb. Deswegen nicht irgendwie eine gelb-rote Karte kriegen, unnötigerweise. Dafür kommt es Neuberger. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen, es steht unentschieden. Der heute der zeigen darf, dass er es kann. Nova, kann ich auf den Verteidiger umdrehen? Nova dreht sich rein und dann ist Müller da und verhindert den Führungstreffer der Gäste. Jetzt wird hier gewechselt. Conte per flach und muss rein. Jetzt die Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Nichts da mit mir. Und Herr Marisch! Erste, die nächste gute Chance. Sterner kommt. Müller! So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Er versucht's! Und wieder Müller! Dritte Ecke Folge. Ihr spielt es gerade nur noch Bayreuth. Die Gäste machen hier gerade den Druck. Klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. KD, KD. Der hat verteidigt, er hat gut verteidigt. Sterner. Ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Ecke. Zweikampf war gut, es wird hier mit Ecke weitergehen. Ecke. Ecke in die Mitte. Kommt! Den holt er auf der Linie. Neuenberger. Kutschke hat den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Den Ball entschärft. Das war zu leicht.
Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Und wir schauen genau hin, sieht wieder vielversprechend aus. Ah, das war... Und kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Dresden jetzt mal ein bisschen über die Außen gegogen, ja? Gefährlich, aber Niklas Bukowski, der Torschütze zum 1-0 der Dresdner. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Vielleicht jetzt mal mit Noah, drin. 2-1, Führung für die Bayreuther. Der Klub, der wahrscheinlich wieder reden. Nee, der bleibt ja noch ein Jahr, das wollte ich ja mal gerade sagen. Der bleibt ja noch ein Jahr, ist ja 2 Jahre ausgeliehen. Und dann habe ich Zeit, ihn noch zu verpflichten. Ich will ihn ja haben unbedingt. Behalten. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Ja, hoffentlich war es die Entscheidung, aber ich passiert da jetzt gar nichts mehr. Ja, ich glaube, sehr gut. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Und Sterner vielleicht die Entscheidung. 3-1, 76. Zwei Tore sind sie vorne. Minute, das 3-1. Das Spiel komplett der auf die Beine gedreht. Ja, der Keeper war dran, aber er macht ihn nicht. Er ist drin. Er fällt doch hinten rein. Na gut, er hat wirklich noch gut gehalten. Und dann fällt der doch noch hinten ins Netz. Und jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe drin. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Und so ein Spiel kommst du, mit so einem Spiel kommst du gut um die. Kommst du gut in die WM-Pause. Ballgewinn hier. Kutschke. Schiri, der hat schon gelb. Könnte was werden, guter Pass. Abseits, Fahne so. Abseits und es gibt nochmal gelb für Edwin Schwarz. Das war eine ganz enge Geschichte. So, und nun gibt's die gelbe Karte, also doch noch. Super gemacht, dann Nollberg, der jetzt hat er jetzt eingewechselt wurde. Die Chance hier. Nummer Ende, 4-1. Daran zweifelt hier jetzt keiner mehr. Sie führen deutlich, haben ja alles im Griff. 11 Punkte Vorsprung auf Dresden und sind 60 noch heute. Nicht gewinnen. Souverän. Bleibt es bei 11 Punkten. Das kann man nicht anders sagen, das hat er klasse gemacht. Dann bleibt es bei eben genau diesen 11 Punkten. Je nachdem, wie gesagt, wie 60 da spielt. So. Deswegen jetzt die nächsten Wechsel, Dreifachwechsel. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Und damit ist es unter Dachufer. Kein Abseits, Petersen. Da hat er durchaus Optionen. Und gut abgeblockt. Ulrich sagt dann, macht ihn nicht. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Kein Geld, aber ja, ganz nee. Klar. Bei der nächsten cool. Aktion wird es dann soweit sein. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Da ist der Ball weg.
Und dann ist Ende. Yes! Hätte ich nicht erwartet. So ein enges Spiel, so ein gutes Spiel. Beider Mannschaften mit 4-2 in Dresden zu gewinnen. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. So, das war es jetzt mit FIFA 23 mit meiner Karriere mit Bayreuth für zumindest ein paar Tage, weil es geht auch morgen mit dem WM-Modus weiter. Leistung gezeigt und gleich zwei Treffer beigesteuert. Nicht zuletzt deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen. Ja. Also, Fakt ist, dass wir gewonnen haben. Ja, drei Punkte geholt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Elfmeter und Tor. Die Chance. Also jedenfalls haben wir es gemacht. Wie gesagt, dann der Rückstand. Dresden hatte, ja, wir haben es hochverdient gewonnen. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften auf jeden Fall. Und Hauptsache, wir haben es geholt. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. So. Mit ihm natürlich sind wir noch stärker. Aber wir haben es auch heute ohne ihn gekriegt. Aber wieder zwei Tore von Nora. Wir haben den Gegner eingestört auf jeden Fall. Ich danke Ihnen. Ja, wie gesagt, je nachdem wie die 60er gespielt haben, ist es tatsächlich sogar der Finale. Das wird der Fall erkannt. Und so, 60 hat tatsächlich nicht gewonnen. Die haben unentschieden gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe in der Tabelle. Haben die unentschieden gespielt tatsächlich? Im letzten Spiel? Haben wir gespielt? Das war fair. Die müssen ja jetzt, wie gesagt, die dürften jetzt das letzte Spiel eigentlich nicht gewonnen haben, ne? So, wir gucken mal rein. Da ist das gegen Dresden. 1-1 gegen Elversberg. Die haben in Elversberg gepatzt gegen den Tabellenletzten. Ja. Unentschieden gespielt tatsächlich. Und damit sind es 11 Punkte Vorsprung bei nur noch 8 ausstehenden Spielen. 24 noch zu holen. Wir brauchen quasi jetzt noch genau 4 Siege und dann sind wir tatsächlich als Meister aufgestiegen. Wir haben jetzt 14 Zehner Vorsprung, 24 sind zu holen, ja. Also es ist enger. Wie gesagt, es geht rein jetzt erstmal auf Ingolstadt bezogen. Klar, es geht natürlich nach oben, ist es natürlich noch besser. Es sind halt, wie gesagt, 11 Punkte. Aber nach unten ist es dann noch besser. Also wie gesagt, ja, wir machen jetzt einen kleinen Break hier in unserer Karriere mit dem Duell gegen Viktoria. Da haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. Die haben wir am Hinspiel nämlich auch verloren. Das wollen wir dann uns nach der WM-Pause, wie gesagt, anschauen. Dann geht's weiter. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier, warte mal, eine Sekunde, ich habe noch eine kleine Nachricht. Alles klar, ist nicht schlimm. Keine unbekannten Nachrichten. Ja, und dann sehen wir uns in vielleicht einer Woche erst wieder mit dem Duell gegen Viktoria. Ansonsten schaut morgen in den WM-Modus raus. Mal schauen, wie weit wir kommen, ob es wieder aussieht. Ich weiß es noch nicht. Es sind ja noch ein paar Tage hin, bis er rauskommt. Ja, heute ist der 6.11. Am 9.11. kommt er raus. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, bald wieder. Bis dahin. Ciao.